Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar bei uns bei der NEAM IT Services GmbH. Heute haben wir das Thema Compliance ohne Kopfschmerzen, wie Fuentes auf Kurs hält. Das heißt, wir sprechen heute mit unserem Gast, mit dem Simon Wolderb von der Fuentes AG selbst. Der ist heute dabei und wird auch Ihnen ein wenig aus dem Tool selbst zeigen, aus dieser Management-Software. Da freuen wir uns sehr drauf. Schon mal ein herzliches Willkommen an Herrn Wolderb. Und dann ist unser, oder mein Kollege besser gesagt, nicht unser Kollege, sondern mein Kollege, der Alexander Nolte, seines Zeichens Senior Sales, bei uns auch mit dabei. Auch dir, Alex, ein herzlich willkommen. Ich bin Kevin Bublitz, bei uns aus Marketing. Ich erkläre Ihnen jetzt einmal kurz, wie das heute abläuft. Wie gesagt, Sie wissen jetzt schon, was auf der Agenda steht. Marketing wäre ja nicht Marketing, wenn ich nicht gerne auch von Ihnen ein paar Infos hätte. Deswegen wird es während diesem Webinar 2, 3 Umfragen geben. Fühlen Sie sich frei, Sie müssen die natürlich nicht beantworten und Sie können sich auch sicher sein, dass Sie DSGVO geschützt sind. Es wird also niemand sehen, was Sie beantworten, wenn Sie eine Antwort geben. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn Sie die Antwort geben. So, ich hoffe, das war jetzt noch zum Folgen. Ansonsten haben Sie die ganze Zeit im Chat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Nolte und Herr Wolderb können dann spontan entscheiden, ob Sie während dem Vortrag das beantworten möchten oder wir nehmen uns danach noch Zeit, ein paar Minuten für Ihre Fragen, wie es dann halt eben passt. Ne, da bitte ich Sie dann auch, falls es nicht direkt beantwortet wird, einmal Geduld zu haben. Wir halten das auf jeden Fall dann fest. Ansonsten zeichnen wir die Session auf. Das heißt, Sie erhalten im Nachgang aller Voraussicht nach morgen die Aufzeichnung via YouTube-Link mit ein paar weiteren Empfehlungen von uns in einer E-Mail. Genau. Und können dann natürlich auch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie schon einen haben, einen Ansprechpartner bei uns, diesen natürlich auch direkt persönlich kontaktieren oder den Weg über die regulären Kontaktmöglichkeiten wählen. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen und deswegen gebe ich jetzt auch weiter an meinen Kollegen, an den Alexander Nolte. Viel Spaß, danke, und gute Informationen. Ja, danke, Kevin. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mir die Teilnehmerliste mal durchgeschaut und habe sehr viele bekannte Gesichter quasi virtuell gesehen. Deswegen möchte ich den Werbeblock kurz halten. Viele kennen uns. Wir sind ja, ein Beratungshaus, was aber auch technische Lösungen macht. Das heißt, wir können nicht nur IT-Grundschutz ISO 27001, sondern haben auch entsprechend ja, technische Kollegen, die mit den ganzen Dingen, die man so in der IT hat, dann entsprechend auch planerisch, konzeptionell umgehen können. Das heißt, neben unseren Beratern, Sie sehen das hier auch nochmal ganz schön dargestellt, gibt es bei uns auch IT-Services. Da sind so Themen wie Incident Response, BCM, die möchte ich jetzt gerade mal rausstellen, Awareness, das sind so Themen, die immer wieder letztendlich dazu führen, dass man beide Welten unseres Hauses so ein bisschen vereinen kann. Das, genau, hier nochmal, lassen es auf sich wirken. Wenn Sie irgendwelche Dinge sehen, die Sie da besonders interessieren, kommen Sie da einfach vielleicht im Nachgang nochmal auf uns zu. Wir beraten Sie da entsprechend gerne. Genau, vielleicht an der Stelle, weil es gut zum Thema passt, all das, was wir so beratungstechnisch machen, finden Sie auch in Form von Schulungen und Workshops bei uns. Das heißt, wir sind auch gerne bereit, Ihre Mitarbeiter genauso fit zu machen wie unsere Berater in den Dingen, die wir so anbieten. Auch da schauen Sie gern bei uns vorbei. Gucken Sie sich da entsprechend unser Programm an. Und da wir heute ein Tool hier vorstellen, der Simon Wolderb, was sehr umfangreich ist, möchte ich hier eigentlich auch schon nahezu die Überleitung machen. Vielleicht da nochmal der Hinweis, wir sind kein Software-Verkaufshaus, sage ich mal. Das heißt, die Lösungen, die Sie bei uns finden, das sind auch Dinge, die wir selber dann auch nutzen in unseren Projekten. Das trifft auch auf die Fuentes-Lösung zu. Das heißt, wir stellen das jetzt heute nicht maßgeblich vor, um Ihnen das zu verkaufen, sondern haben entsprechend auch schon damit gearbeitet, gute Erfahrungen gesammelt und möchten Ihnen das dann aus diesem Grund auch mal vorstellen. Vielleicht können Sie ja auch für Ihre tägliche Arbeit da heute so ein paar Mehrwerte erkennen, wo Sie sagen, Mensch, das gucke ich mir vielleicht nach dem Webcast noch mal etwas genauer an. Herr Wolderb.
würde dann direkt die Bühne Ihnen hiermit übergeben. Wir haben ja ein straffes Programm vor Ja, uns. vielen Dank, Herr Nolte. Es gibt sehr viele Module, auf die wir schon sehr gespannt sind. Ja, vielen Dank, Herr Nolte. Vielen Dank, Gerne. Herr Neher, dass wir Fuentes vorstellen dürfen. Auch hoffe, dass Sie, wie Herr Nolte auch schon gerade gesagt hat, dann den Use Case für sich identifizieren und sagen, okay, das würde passen. Wir werden durch einige verschiedene Module und Integration zwischen den Modulen gehen. Und ich versuche, das so kompakt wie möglich darzustellen und hoffe, dass ich Sie trotzdem nicht verliere, wenn ich die einzelnen Module vorstelle. Genau, jetzt würde ich erstmal meinen Bildschirm teilen, bevor ich weiterrede. Und zwar, das ist die Präsentation. Die Präsentation werden Sie, so wie ich verstanden habe, dann auch im Nachgang bekommen, sodass Sie jetzt nicht fleißig mitschreiben müssen und mir Ihre volle Aufmerksamkeit zuteilen werden können. Ja, Simon Wolder ist mein Name. Ich bin im Vorstand der Fuentes AG und begleite die Fuentes seit 2017. Wo wir im Prinzip seit 2016 sind wir gegründet worden, als Spin-off aus einer Beratungsgesellschaft. Das sehen wir hier auf der nächsten Folie, dass wir aus einer Beratungsgesellschaft entstanden sind, langjährige Erfahrung im Bereich GRC haben, also Governance, Risk und Compliance, sind Anbieter für Management-Software im Bereich Informationssicherheitsmanagement, Datenschutzmanagement, Notfallmanagement und IT-Betrieb. Da komme ich zum Thema Asset-Management, IT-Dokumentation gleich nochmal zu sprechen darauf. Und sitzen in Potsdam, Berlin und Hamburg, haben langjährig mit dem BSI auch einen Lizenzvertrag zum Thema Compendium, die wir regelmäßig den Kunden dann auch natürlich zeitnah dann zur Verfügung stellen, wenn es um das Thema BSI-IT-Grundschutz geht. Genau, das erstmal so ein bisschen zu abholen zu Fuentes. Interessant ist die nächste Folie. Hier sehen wir, wie die Fuentes Suite aufgebaut ist, wie die einzelnen Module auch nachher ineinander greifen. Also wir haben erstmal einzelne fachliche Module wie das ISMS, das Informationssicherheitsmanagement-System, das sie dann unterstützt, den BSI-IT-Grundschutz umzusetzen oder klassisch ISO-Nativ-Ansatz. Sie können aber auch branchenspezifische Themen aus dem Kritis-Umfeld, B3S-Kataloge, die dann mitgeliefert werden, um halt eben halt, den Kritis-Anforderungen gerecht zu werden, wenn sie aus der Automobil Branche sind, dann haben wir den TISAX, BAIT für die Bank, Bankenanforderungen an die IT etc. Das heißt, Sie können hier auch das kombinieren, dass Sie eben die Möglichkeit haben, BSI-IT-Grundschutz, aber wenn Sie spezielle Kritis-Anforderungen haben, diese dann parallel auch noch mit entsprechend umzusetzen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, eigene Standards oder eigene Anforderungen, die Sie selbst noch haben, wenn Sie eigene Compliance-Anforderungen, eigene Bausteine kreieren wollen, benutzerdefinierte Bausteine, haben Sie dann die Möglichkeit, über einen Katalogmanager eben auch das zusätzlich mit sozusagen umzusetzen. Werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen, auf diesen Katalogmanager, wo Sie dann entsprechend wirklich eigene Kataloge von Bausteinen, Anforderungen, Maßnahmen, Schutzbedarfsfeststellung, also ein sehr umfangreicher Katalogmanager, entsprechend aufsetzen können. Dann haben wir ein Modul, das BCMS für das Thema IT-Notfallmanagement und unterstützt den BSI-IT-Grundschutz 104 derzeit. Wir sind aber natürlich auch dabei, gerade den 200-4 umzusetzen, sodass sie auch zeitnah dann auch eben da compliant sind. Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung wird über das Modul DSMS unterstützt. Genau, also da und dann Standard-Datenschutzmodell, wenn Sie eben auch das Standard-Datenschutzmodell umsetzen wollen mit den Maßnahmen aus dem Standard-Datenschutzmodell. Und diese Module werden begleitend durch ein Dokumentenmanagementsystem unterstützt. Das heißt, an vielen Stellen werden wir sehen, dass Sie Dokumente anhängen können, diese auch versionieren können. Diese werden zentral im DMS verwaltet, sodass die anderen Module, wenn entsprechender Zugriff da ist, auch auf diese Dokumente zugreifen können. Also das Thema Redundanzen ist bei uns wird ganz groß geschrieben, weil die Module auch ineinander greifen, wie ich eingangs gesagt hatte, und diese Dokumente dann, wie gesagt, den anderen Modulen zur Verfügung gestellt werden und an einer Stelle zentral gepflegt werden. Auch zentral gepflegt wird die ganzen Assets in der CMDB. Das heißt, wenn Sie Assets im Detail erfassen wollen, wenn Sie hier im ISMS Ihre Gruppen aufbauen, wenn Sie Clients der Personalabteilung, Clients der Finanzbuchhaltung haben als Gruppen und oder Servergruppen haben, dann können die einzelnen Assets, die dahinter liegen, dann hier erfasst werden in der CMDB und dann verknüpft werden mit den Gruppen aus dem ISMS und Informationen aus dem Schutzbedarfsfeststellung, zum Beispiel, was sie im ISMS gemacht haben, wird dann hier in der CMDB entsprechend bei den einzelnen Assets dann auch angezeigt. Also insofern, diese Linien, die Sie hier sehen, sind halt auch Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen.
Wenn wir Richtung BCM zum Beispiel gehen, haben wir Informationen zu Wiederherstellungszeiten der einzelnen Assets, die im Bereich im Business Impact Analyse hier ausgewertet werden. Wenn wir Richtung Datenschutz zum Beispiel gucken, wir pflegen hier nicht nur klassische IT-Assets, sondern auch organisatorische Assets wie Geschäftsprozesse oder Dienstleister. Und die Dienstleister, die wir hier haben, die werden hier zum Beispiel im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung herangezogen, sodass sie die Daten hier nicht nochmal erfassen müssen, sondern eben, wie gesagt, um Redundanzen zu vermeiden, hier zentral verwaltet werden. Genau, und zwischen den Modulen gibt es natürlich auch die Verknüpfung. Das heißt, Maßnahmen, die wir hier im ISMS definieren, können hier im Datenschutz von dem Datenschutzbeauftragten dann im Rahmen der Datenschutzfolgeabschätzung angewendet werden. Auch zwischen den anderen Modulen, also zwischen ISMS und BCM, im besonderen Risikomanagement, gibt es dann auch einen Austausch. Genau, also das ist erstmal die Fuente Suite mit den einzelnen Modulen, die wir gleich auch sehen werden. Dann haben Sie sicherlich auch eigene Assets, die Sie in anderen Asset-Management-Systemen pflegen, wie zum Beispiel DocuSnap, iDoIt, Matrix 42 oder andere Systeme. Diese können angebunden werden über ein ETL, das eben verschiedene Adapter anzapft. ETL steht für Extrahieren, Transformieren und Laden. Das heißt, hier wird ein Mapping-Modul zur Verfügung gestellt, webbasiert, das dann eben die Module dann, die Assets dann hier in die CMDB hinein synchronisiert, sodass dann danach die Systeme dann entweder die Assets dann ja den anderen Modulen zur Verfügung gestellt werden können. Genau, also das würde ich Ihnen gleich noch mal in einer Stunde im Tool zeigen. Also da sehen Sie mir nach, dass ich dann immer nur kurz reinschaue. Wir werden versuchen, überall reinzuschauen, aber eben halt nicht in der Tiefe. Wenn weiter Interesse besteht, dann gerne Kontakt über den NEM aufnehmen, sodass wir dann Ihnen auch mal eine Vorstellung machen können, wenn besonderes Interesse besteht zu bestimmten Modulen. Genau, also das erstmal dazu. Wie gesagt, die Folien kriegen Sie gleich. Jetzt wird es ein bisschen textlastig und dann gehen wir auch gleich ins Tool rüber. Hier sind nochmal ein, zwei Alleinstellungsmerkmale. Ich werde jetzt nicht durch alle Punkte durchgehen, nur dass Sie, wenn Sie zum Beispiel BSCRT-Grundschutz machen, ganz interessant, dass wir zum Beispiel, wenn Sie verschiedene Sicherheitskonzepte haben oder Informationsverbünde haben, dass wir, wenn jede neue Edition des Kompendiums rauskommt, dass wir je Kompendium des Update machen können oder Sie selber das steuern können. Also nicht wir, sondern der fachliche Administrator kann im Tool steuern, welches Informationsverbund schon auf das nächste Update oder nächste Edition entsprechend abgedatet werden soll. Wir stellen die Prüffragen als Objekte mit dazu zu den Anforderungen, sodass Sie dann entsprechende Teilanforderungen zu den Anforderungen aus dem Grundschutzkompendium haben. Genau, und dann also weitere Funktionalitäten, Referenzierungsfunktion, Vier-Augen-Prinzip etc., Katalogmanager. Ich würde, wie gesagt, da jetzt nicht einmal durchgehen, sondern im Tool da gleich darauf eingehen. Aber hier sind so ein, zwei Punkte, die wir doch, glaube ich, ganz gut machen. Es geht auf der nächsten Seite weiter. Vielleicht nochmal die Information, dass wir als Cloud, als auch On-Premise zur Verfügung, also unsere Suite zur Verfügung stehen. Also entweder hosten Sie selber, wenn Sie möchten, oder wir können das auch hosten. Gibt es beide Varianten. Dann ein letzter Blick auf die Referenzen oder beziehungsweise auf die Kunden, auf die wir entsprechend bedienen und dann würde ich auch direkt ins Tool einsteigen. Wir stellen in Rheinland-Pfalz und in Thüringen die Landeslizenz. Das heißt, dort wird die Fuentes Suite für die einzelnen Behörden genutzt. Hier sind beispielsweise in Rheinland-Pfalz ca. 70 Behörden, die zusammen auf einer Instanz der Fuentes Suite dann entsprechend ihr ISMS aufbauen. Dann gibt es die Autobahn Deutschland GmbH, die zum Zusammenschluss aus mehreren Autobahnen, haben Sie sicherlich gehört, der einzelnen Landesautobahnen das Tool nutzt. Wir haben Versicherungen, Landesämter oder Landratsämter, also aus kommunaler Verwaltung, Mittelstand, kritisch relevante Unternehmen wie das Universitätsklinikum in Hamburg, Stadtwerke Norden, also ein bunter Blumenstrauß aus allen Branchen und als behördlichen Organisation an der Stelle. Genau, das soll es erstmal gewesen sein und ich würde jetzt ins Tool springen, stelle Ihnen das kurz vor. Wir haben aber am Ende nochmal Zeit, Ihre Fragen auch nochmal durchzugehen. Ich denke, eine Viertelstunde am Ende haben wir nochmal Zeit, auf Ihre Fragen einzugehen. So, dann würde ich einmal ins Tool springen, würde einmal kurz meinen Bildschirm nochmal teilen. Jetzt sieht man den Demo-Zugang bzw. einen Demo-Case, den wir hier aufgebaut haben. Wenn Sie entsprechend auch Interesse haben, können Sie
über die NEAM oder uns dann entsprechend auch Zugriff auf diese Demo-Instanz anfragen, wenn wir Ihnen das zur Verfügung stellen. Wir sehen hier am Anfang eine Landingpage, wo dann die einzelnen Module aufgeführt sind. Ich fange zunächst erstmal an mit der CMDB, gehe dann ins ISMS, dann ins Notfallmanagement und dann ins Dokumentmanagementsystem. Das ganze Thema rechte Rollenkonzept, Mandantentrennung, Mandantenverwaltung werde ich nicht zeigen. Das wird sich dann hier nachher entsprechend an der Mandantenverwaltung, der Rechteverwaltung abbilden. Sie werden aber im System sehen, dass wir eben verschiedene Mandanten aufgebaut haben, sodass Sie sich dann sicherlich denken können, dass Sie da verschiedene Möglichkeiten der Steuerung darüber haben. Wenn ich hier in die CMDB einmal reingehe, ins Asset Management, wo zunächst die Assets erfasst werden können, müssen aber nicht. Wir werden gleich sehen, dass wir im ISMS unabhängig der CMDB das ISMS aufbauen können. Aber wenn Sie zunächst erstmal einzelne Assets schon haben, wenn Sie alle Ihre Server oder Clients schon haben, können Sie die direkt hier hochladen oder eben halt synchronisieren. Wir haben vor jedem dieser Module immer ein Dashboard für Ad-Hoc-Reports, sodass ich zum Beispiel hier alle CIs, das sind die Configuration-Items, also alle Assets, entsprechend hier sehen kann und dann kriege ich hier so eine Abbildung und kann zum Beispiel sehen, wo ich noch keinen Status definiert habe und kriege dann einen Überblick in Excel über die einzelnen Assets, kann alle Tabellen, die wir hier sehen, immer als Excel-Arbeitsmappe herunterladen, als Quick-Bericht neben den Standardberichten und das, also wie gesagt, jede Tabelle, die Sie jetzt in der Form sehen, hat hier unten immer die Möglichkeit, die einzelnen, die Tabellen dann entsprechend herunterzuladen. Genau, und hier haben wir dann die einzelnen Assets, die wir aufgeführt haben. Wir haben hier, sehen wir schon, die Rechtplatz GmbH, haben sicherlich schon mal gehört, als Beispielunternehmen, dann gehört Rechtplatz zu dem Mandanten A. Sie sehen, dass es gibt Mandant B, es gibt noch weitere Mandanten, aber auf die habe ich keinen Zugriff. Deswegen hier nochmal zum Thema Rechteverwaltung, dass ich das steuern kann, wer hat Zugriff auf welche Mandanten. Mandant A hat hier nochmal mehrere Bereiche, also Unterbereiche. Und hier haben wir zum Beispiel, sind wir beim Rechtplatz. Das sind die Assets, die dort gepflegt werden. Also wir sehen hier, da sind Assets wie zum Thema Facility Management, Zutrittskontrollen, dann aber auch Standortinformationen wie Gebäude, Raum. Dann haben wir infrastrukturelle Themen. Dann ganz, ganz klassisch die ganzen IT-Assets. Und dann darüber hinaus noch organisatorische Assets, wie zum Beispiel Geschäftsprozesse, Dienstleister, hatte ich ja vorhin erwähnt gehabt. Und wir haben die Möglichkeit auch noch, das ganze Thema SLA, also Service Level Agreements, abzubilden. Können uns hier zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag im Detail mal angucken. Der hat diese Konfigurationen. Hier sehen wir auch wieder das Thema, was ich ja vorhin erwähnt hatte, dass wir Dokumente anhängen können. Diese Dokumente, hier ist zum Beispiel die DSGVO angehangen in der Version 1 und hier kann man das auch hier herunterladen. Diese Dokumente, also diese Step-Dokumente werden wir, wie gesagt, an vielen Stellen sehen. Und die Dokumente werden hier im DMS verwaltet, also die weiteren Versionen etc. Also wie gesagt, ich könnte jetzt hier reinspringen und dann ist DMS, mache ich jetzt nicht. Also wie gesagt, jetzt sind wir beim Mobilfunkvertrag und sehen hier die ganzen Konfigurationen. Und ich kann hier schon sehen, dass wir Dienstleister A Telekom haben. Wenn ich mir noch weitere Verknüpfungen angucken will, mache ich hier den Mittelbaum auf und sehe dann, welche SIM-Karten, welche iPhone indirekt verknüpft sind, daher die Farben Magenta und Grau. Und so kann ich dann entsprechend die ganzen, meine ganze IT-Dokumentation oder aber auch weitere, also organisatorische Dokumentation hier entsprechend aufführen, um das den anderen Modulen zur Verfügung zu stellen. Und so kann ich dann zum Beispiel, jetzt können wir mal einmal zu einem Client gehen, damit wir gleich auch den Zusammenhang zu den zum ISMS gleich sehen werden. Also hier haben wir zum Beispiel einen Laptop aus der Personalverwaltung. Das ist ein Laptop aus der Personalverwaltung 10.016. Hier sehen wir auch die Verknüpfung, welche Applikationen da drauf laufen. Ich habe hier Informationen zum BCM, also Wiederherstellungszeiten. Diese Informationen werden im Rahmen des BCM, der Business Impact Analyse, ausgewertet. Ich habe aber auch Informationen zum ISMS. Das heißt, wenn ich hier reingucke, dann sehe ich, dass dieser einzelne Client zu den Laptops der Personalabteilung gehört. Die gehört wiederum in den Geltungsbereich RecPlast und dem weiteren Geltungsbereich. Und hier haben wir die entsprechenden Schutzbedarfsbewertungen dazu, das, was ich aus dem ISMS bekommen habe. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich möchte, direkt in die Gruppe springen und würde dann zu der Gruppe Personalabteilung springen. Wenn ich mir hier mal so einen Marketing-Client angucke, dann sehe ich, habe ich einen anderen Schutzbedarf und das ist natürlich auch eine andere Gruppe, das ist Clients aus dem Marketing und Vertrieb. Also so, insofern sind jetzt hier zwischen CMDB und ISMS eine Verbindung aufgebaut worden. Die Verknüpfung kommt aber aus dem ISMS. Das heißt, ich baue im ISMS, das werden wir gleich sehen, erstmal diese Gruppen auf und verknüpfe sie dann mit den einzelnen Assets. Das sind dann, hier sind die ganzen Clients,
Wenn man die hat, gut. Wenn man die nicht hat, ist auch nicht schlimm, wenn man das ISMS haben will, aufbauen will. Das kann man auch später dann nachträglich dann in die CMDB importieren. Genau, also ganz klassisches Asset Management. Ich würde da jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen, nur dass Sie ein Gefühl haben. Hier können Sie auch sehr granular in Richtung, wir können auch die ganzen Patchdosen, Patchfelder aufnehmen. Das müssen Sie nicht machen. Sie können mit den Assets anfangen, mit denen Sie, die Sie schon haben, und später dann sukzessive Ihr Asset Management hier mit aufbauen. Genau, und die Assets können dann auch an verschiedenen Bereichen dann entsprechend angezeigt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Hauptgebäude habe und ich sage, das Hauptgebäude habe ich nicht nur, da ist nicht nur Direktpass GmbH drin, sondern ich habe auch noch andere Organisationen, dann kann ich hier sagen, das gehört auch zum anderen Geltungsbereich und würde dann dieses Hauptgebäude auch zum Beispiel sagen, das Klinikum ist dort auch entsprechend oder die Bank oder wie auch immer entsprechend auch verortet. Dann würde ich jetzt im Bereich Klinikum, wenn ich jetzt hier reingucke, und dann sehe ich hier beim Gebäude auch das, Entschuldigung, dass ich das Hauptgebäude, ich muss mal kurz aktualisieren. So, jetzt sehen wir auch das Hauptgebäude. Ja, noch ein Rekplast. Ich wollte jetzt ja im Klinikum das zeigen. Da haben wir das Hauptgebäude im Klinikum. So habe ich jetzt das Hauptgebäude, was ich im Rekplatz hatte, den Geltungsbereich oder Bereich Klinikum dann entsprechend zugeordnet mit einem Klick. Also insofern können Sie auch beim Aufbau von Assets gleich dann mehreren Geltungsbereichen, das werden wir auch gleich im ISMS sehen, zuweisen. Ja, das, wie gesagt, sollte es erstmal zur CMDB gewesen sein, zum Asset Management, also die Erfassung der einzelnen Assets und da eben halt nicht nur klassische IT-Assets, sondern auch organisatorische Assets, Facility Management und darüber hinausgehende Informationen wie Verträge etc. Jetzt komme ich zum ISMS. Und im ISMS, klassischer Aufbau aktuell nach BSI-IT-Grundschutz. Sie können aber auch die Phasen verändern in der Administration. Wenn Sie sagen, ich mache ISO nativ und fange erstmal mit der Risikoanalyse an, dann können Sie die Risikoanalyse nach vorne ziehen, die Sicherheitsanalyse ausblenden. Also Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diesen Aufbau hier entsprechend anzupassen. Jetzt aktuell ist das eben nach BSI-IT-Grundschutz aufgebaut. Wir haben auch hier wieder ein Dashboard, wo ich dann hier zum Beispiel sehen kann, ich möchte aus einem Geltungsbereich nur die nicht umgesetzten Maßnahmen sehen. Dann kriege ich halt hier eine Übersicht und kann dann hier entsprechend die Maßnahmen dann sehen und kann dann entsprechend dann noch weiter filtern und mir dann vielleicht nach Personen oder nach bestimmten Assets dann nochmal genauer angucken, woran es liegt, dass die bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt sind, und kann auch direkt in die Maßnahme springen, wenn ich jetzt sage, okay, das kann dann nicht sein, dass im Domain-Controller immer noch nicht die Protokollierung erfolgt ist, dann kann ich hier reinspringen und sehe dann, wer da eigentlich zuständig ist. Ich kann es auch hier oben schon, glaube ich, sehen, wenn eine Verantwortlichkeit definiert ist. Aktuell ist hier nichts definiert, aber genau, so können Sie sich dann entsprechend ad hoc solche Reports ziehen, und das gilt dann für Gefährdungen, Maßnahmen, Anforderungen müssen jetzt gleich kommen und auch zu dem Status, wo stehen Sie mit Ihren Bausteinen. Und das können Sie hier Zielobjektgruppe oder hier Geltungsbereich machen, wenn Sie sagen, mich interessieren eigentlich nur alle Clients, ja. Dann wählen Sie sich auch nur die Clients aus und dann kriegen Sie halt hier entsprechend die Informationen auch für die Clients. Genau, das zum Ad-Hoc-Report, dann also den Standardberichten, zeige ich gleich nochmal. Dann haben wir hier die Übersicht, auch nochmal eine gute Übersicht, wo man steht, weil ich hier zum Beispiel den REC-Plus als Geltungsbereich mal aufgemacht habe. Und Sie sehen, dass wir ganz klassisch die entsprechenden Zielobjekttypen aufgebaut haben. Wir haben Informationsobjekte, wir haben Geschäftsprozesse oder Fachanwendungen oder Fachverfahren sind es ja eigentlich. Fachanwendungen haben wir hier in Anwendung. Dann Netze, IT-Systeme, Räume, Gebäude, physische Anlagen und Mitarbeiter und Outsourcing. Physische Anlagen für kritisrelevante und Outsourcing für Dienstleistergruppen, die man hier aufbauen kann. Und dann sieht man auch schon hier in der Übersicht ganz schön, wo man steht. Man sieht hier die einzelnen Phasen, Strukturanalyse, Modellierung, Sicherheitsanalyse, Risikoanalyse. Da kann ich direkt eben entsprechend da reinspringen. Sehe zum Beispiel bei dem Office-Tool, dass aktuell der Schutzbedarfsstatus initial ist. Hier ist er schon weiter, hier ist er abgelehnt worden. Nächste Schutzbedarfsfeststellung ist am 10.3. und so weiter. Und ich kann mir hier dann entsprechend schon mal erste Ad-Hoc-Informationen ziehen, wo ich zum Beispiel sehe, dass hier noch keine Modellierung stattgefunden hat und keine Risikobewertung. Aber ich sehe auch hier die ganzen Schutzbedarfsziele. Also ein schöner Report, um halt erstmal zu sehen, wo ich insgesamt stehe. Und dann kann man halt
entsprechend Segmente ist nochmal ein weiterer Typ, also quasi eine Zusammenfassung für verschiedene Fachverfahren kann man machen, wenn man das nicht auf der, also Teilverbund zum Beispiel aufbauen, wenn man nicht unbedingt das Ganze, den ganzen Informationsverbund berichten möchte, dass man dann entsprechend sagt, ich habe einen E-Akte zum Beispiel als Teilbereich und dann würde ich dann alle Fachverfahren entsprechend hier verknüpfen. Apropos Verknüpfung, wir können uns das mal bei einem Geschäftsprozess angucken. Und zwar nehmen wir mal hier den Geschäftsprozess Personalverwaltung, gehen in die erste Phase, also in die Strukturanalyse und sehe hier auch schon mal die entsprechenden direkten Verknüpfungen. Ich frage mal noch mal ganz kurz in die Runde, ist das von der Geschwindigkeit und von der Tonqualität alles gut soweit? Passt das soweit? Vielleicht auch an die näheren Kollegen, die auch dazu hören. Tonqualität ist super, ja. Ist super. Der Rest passt für mich auch. Solange wir jetzt nichts Gegenteiliges aus dem Auditorium hören, finde ich es eigentlich klasse, wie es gerade läuft. Sehr gut, sehr gut. Okay, also wie gesagt, an alle Teilnehmer, die gerade zuhören, wir werden auch zum Ende nochmal Zeit haben, eine Viertelstunde Fragen zu stellen. Also es ist leider viel, was heißt leider, es ist viel und ich versuche das so kompakt wie möglich einmal durchzugehen und sodass wir dann am Ende doch noch Zeit haben, auf ganz spezifische Fragen einzugehen. Ja, danke fürs Feedback. Genau. Ja, das war das Thema, wie gesagt, Verknüpfungen. Wir haben hier jetzt im Fachverfahren Personalverwaltung oder Geschäftsprozess. Sie können übrigens alle Bezeichnungen ändern. Das heißt, wenn Sie sagen, ja, mit dem Wort Geschäftsprozess, das ist bei uns, heißt bei uns Fachverfahren, dann können Sie das umbenennen, damit das auch in den Berichten wird, das dann entsprechend so angezeigt, wenn das für Sie sprechender ist. Und habe hier auch schon erste Informationen zu den einzelnen Schutzbedarfen. Ich sehe, wer das zuletzt geändert hat und wann es erstellt wurde, etc. Und hier sehen wir dann auch die direkt verknüpften Objekte. Also wir haben Informationsobjekte, Personaldaten, die verknüpft sind. Direkt, die sind übergeordnet und untergeordnet sind die Anwendungen Personaldatenverarbeitung, Reisekostenabrechnung, Finanzbuchhaltung. Wir haben aber auch noch weitere Verknüpfungen. Und zwar sehen wir hier die indirekten Verknüpfungen auch. Also magentafarben sind hier die direkten Verknüpfungen, die wir auch hier links sehen. Und hier unten sehen wir halt die indirekt verknüpften. Ne? Dadurch, dass die Anwendung wiederum mit den Clients verknüpft ist, hier zum Beispiel in den Laptops der Personalverwaltung, dann geht es weiter bis runter nachher mit zu den Mitarbeitern und den Dienstleistern, die entsprechend hier involviert sind. Und genau, das ist die Verknüpfung. Und jetzt diese Verknüpfung kann ich halt nutzen, um den Schutzbedarf entsprechend auch zu vererben, wenn ich möchte. Ich habe die Möglichkeit zu lesen, den Schutzbedarf auf verschiedene Weise zu erfassen. Entweder direkt, wenn Sie eben schon eine erste Einschätzung machen wollen. Sie können aber auch einen Fragebogen zur Hand nehmen, den Sie vorher in dem Katalogmanager hier bereitgestellt haben. Und hier können Sie dann Fragen stellen und die Antworten dazu. Und hier sind zum Beispiel Fragen wie, sind Reputationsschäden zu erwarten? Werden personenbezogene Daten verarbeitet? Gibt es einen Schaden, der entstehen kann? Und hier sind dann auch die Antworten dazu. Und je nachdem, welche Antwort gewählt wird, wird ein Schutzbedarf entsprechend empfohlen. Und der wird dann entsprechend, den können Sie anwenden und dann entsprechend überschreiben. Ne, das ist dann eine Möglichkeit, den Schutzbedarf eben systematischer und nicht subjektiv, sage ich mal, zu ermitteln, sondern an konkreten Fragen und das dann einheitlich über alle Fachverfahren zu machen. Und wenn er dann entsprechend ja übernommen wurde, hier sehen wir auch schon mal, der Schutzbedarf wurde am 19.07. über den Schutzbedarfsfragebogen schon auf hoch geändert. Dann gab es aber nochmal eine Anpassung auf normal und irgendjemand hat dann wahrscheinlich danach nochmal das auf sehr hoch geändert. Wenn ich vermeiden will, dass das immer wieder verändert wird, kann ich dieses Vier-Augen-Prinzip anwenden. Ja, und dieses Vier-Augen-Prinzip hilft mir dann, etwas einzureichen. Dann wird es entsprechend festgeschrieben und man kann es nicht verändern, es sei denn, irgendjemand genehmigt das oder es wird abgelehnt. Dann kann man das wieder bearbeiten. Und alle diese Schritte vom Vier-Augen-Prinzip werden hier entsprechend auch dokumentiert, sodass Sie hier sehen, es wurde einmal eingereicht am 19.07. von Max Musterfrau und haben alle Fragen beantwortet und hier kann ich dann hier entsprechend dann sehen, was wurde denn zu dem Zeitpunkt dann entsprechend eingereicht. Dann sieht man hier entsprechend den Abzug zu diesem Zeitpunkt 19.07. 14.23. Das sind die verknüpften Objekte. Schutzbedarf wurde am 19.07. auf hoch geändert und hier sieht man auch die Antworten, die Fragen und die Antworten, die dann entsprechend
die Person damals entsprechend eingereicht hat. Genau, das ist das. Und wenn der Schutzbedarf eben, wie gesagt, festgestellt wurde, habe ich die Möglichkeit, das dann zu vererben. Wenn das jetzt hier ein übergeordnetes Typ ist, und das kann ich auf allen Ebenen machen. Ich kann es auch auf der Informationsebene machen, ich kann es aber auch auf der Geschäftsprozessebene machen, dass ich dann heruntervererbe. Und hier sehen wir auch die Abweichung. Wir sehen zum Beispiel hier, Clients der Finanzbuchhaltung hat eine Abweichung. Aktuell sind die Werte normal überall, und aber die Werte, die entsprechend gefordert sind, hier eben halt sehr hoch von dem Geschäftsprozess. Und diese kann ich dann entsprechend anwenden und sagen, das soll entsprechend überschrieben werden. Und dann sehen wir auch, dass wir jetzt hier bei den Clients Finanzbuchhaltung das hier alles auf sehr hoch haben. Wenn ich jetzt mal kurz zu den Clients der Finanzbuchhaltung springe, finden wir hier. Dann sehen wir, dass der Schutzbedarf, der müsste jetzt angepasst sein. Also ich bin jetzt hier bei den Clients der Finanzbuchhaltung. Der Schutzbedarf wurde angepasst am 28.09. aufgrund der Vererbung von der Zielobjektgruppe Personalverwaltung. Ja, und da haben wir hier den sehr hohen Wert. Genau, also ganz klassisch, wie man das entsprechend kennt. Und jetzt, das ist ein schöner Sprung, und zwar wir sind jetzt bei der Gruppe Clients Finanzbuchhaltung. Und wir haben ja gesagt, dass hier drunter sich eigentlich viele Clients befinden. Und wenn ich sehen möchte, welche tatsächlichen Clients sich hinter dieser Gruppe verknüpfen, kann ich das hier bei den enthaltenen CIs sehen, die Configuration Items. Und sehe dann, wir haben hier 5 Clients, die sich dahinter verbergen. Ja, und ich könnte jetzt da hinspringen, würde dann in die CMDB springen, würde dann das, was wir auch schon in der CMDB gesehen haben, dann sehen, welcher Schutzbedarf dort ist. Also hier kann ich noch weitere Clients hinzufügen. Also ich würde hier zugreifen auf die CMDB und könnte jetzt hier nach Clients suchen. Und je nachdem, wie gut ich das entsprechend dokumentiert habe und das identifizieren kann, welche Finanzbuchhaltungsclients sind, kann ich dann entsprechend, hier sind jetzt erstmal keine, so wie ich das sehe, keine Clients, aber hier könnte ich dann entsprechend weiter hinzufügen. Und Sie sehen, dass wir in dem ISMS unabhängig des Asset Management die Gruppen erstmal aufbauen können. Das heißt, diese Verknüpfung zu den einzelnen Assets in der CMDB, die kann im Nachgang passieren. Das heißt, Sie müssen sich nicht im Asset Management verlieren, um das ISMS aufzubauen. Das ist auch die Empfehlung, erstmal das ISMS aufzubauen, unabhängig von der Tiefe der CMDB am Ende des Tages. Genau, und hier auch natürlich wieder das Thema Dokumente anhängen. Wenn ich jetzt, hier zum Beispiel haben wir einen Netzplan, wenn Sie hier aufrufen, dann kommt hier so ein Netzplan als Bild und dann weitere Dokumente, die dann entsprechend relevant sein sollten. Genau, das zum Thema Strukturanalyse. Dann springe ich nochmal ganz kurz in die Modellierung. Bleiben wir bei dem Client der Finanzbuchhaltung, gucken, welche, hier sehen wir auch die einzelnen Bausteine, die schon hinzugefügt sind. Sind 4 Bausteine aus 3 Schichten, also ISMS, App und so weiter und IT-Systeme. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel gucken, dass man sieht, hier sehen wir zum Beispiel, eins ist referenziert. Ja, das heißt, dieses Objekt kommt nicht aus dem Client der Finanzbuchhaltung, das kommt aus dem anderen. Ich gehe da mal rein, aus welchem. Hier sehe ich zum Beispiel, das kommt aus dem Applikation ACM Enterprise, macht nicht so viel Sinn, aber dort von daher kommt die Verknüpfung. Aber gucken wir uns mal eins, was hier direkt aufgebaut wurde. Allgemeiner Client. Und hier kann ich dann die ganzen Anforderungen sehen. Hier sehen wir alle Anforderungen. Sehen Sie A1 bis A45. Und dann sehe ich auch die Maßnahmen, wenn es Umsetzungshinweise gibt vom BSI. Hier gibt es tatsächlich mit dem M davor. Und ich sehe auch die einzelnen Gefährdungen, die entsprechend mit dem Baustein mitkommen. Und jetzt kann ich in den einzelnen Anforderungen mal die Umsetzung sehen. Also hier sind wir A1, die Benutzerauthentisierung, die ist scheinbar umgesetzt. Und kann mir das hier nochmal angucken, wer das umgesetzt hat. Hier sehen wir, es ist umgesetzt worden. Hier sehen wir, dass der Status dieser Umsetzung, den wir hier sehen, aus den Prüffragen sich ableitet. Ja, das heißt, jemand hat sich die Mühe gemacht, einzelne Prüffragen zu durchzugehen. Hier sehen wir auch die Prüffragen. Und diese Prüffragen, wenn Sie das hier wiedererkennen, kommt aus dem Anforderungstext. Ja, zu diesen Anforderungen gibt es ja einen Text vom BSI. Und hier sehen wir, das muss gemacht werden, das sollte gemacht werden, das darf gemacht werden und das sollte gemacht werden. Und diese Informationen sehen wir hier. Hier haben wir den Text vom BSI. Wenn der sich... Ach, hier kommt der, baut sich gerade auf. Das muss gemacht werden, das sollte gemacht werden, das darf gemacht werden und das sollte gemacht werden. Diese haben wir auseinandergedröselt und in Prüffragen oder Teilanforderungen dargestellt.
Und man kann sich dann entscheiden, ob man den Status dieser Anforderung A1 sich aus den Prüffragen ableiten lässt, aus der Beantwortung, die sind die alle erfüllt worden, dementsprechend ist das grün. Oder ich kann aber auch die Umsetzungshinweise vom BSI nehmen. Und also hier haben wir den BSI-Umsetzungshinweis und ich habe hier noch weitere meine eigenen Maßnahmen noch hinzugefügt. Ja, und Sie sehen, wir haben jetzt hier eins, das ist undefiniert und die anderen, oder zwei sind undefiniert und die anderen sind teilweise umgesetzt oder umgesetzt. Und jetzt kann ich sagen, zum Beispiel, ja, mein Status, der soll sich aus den Maßnahmen ableiten und nicht aus den Prüffragen oder aus den Teilanforderungen. Und dann werden Sie sehen, dass das jetzt auf undefiniert geht, weil wir hier die Maßnahmen alle umsetzen müssen. Also Sie sind da frei. Das hatte ich eingangs erwähnt gehabt, dass Sie die einzelnen Standards auch kombinieren können. Ich könnte jetzt auch hier eine ISO-Maßnahme hinzufügen, also eine ISO-Control. Wenn denn ich schon hier haben wir tatsächlich schon einen ISO-Control an der Stelle, sehe ich auch hier rechts. Hier haben wir ein ISO-Control. Ja. Also insofern haben wir hier BSI und ISO kombiniert an der Stelle. Und das können Sie können auch Ihre eigenen Anforderungen hinzufügen oder Maßnahmen. Also da sind Sie frei, das entsprechend selbst festzuhalten. Und natürlich immer das Thema Dokumente zum Nachweis. Kann ich hier ein IT-Dokument, also das IT-Sicherheitskonzept, das zentral vorliegt, in der vierten Version hier entsprechend anhängen und dann hier darauf verweisen. Genau, das erstmal dazu. Das ist das Thema Modellierung. Dann gibt es noch ganz viele verschiedene Funktionalitäten, auf die ich ja erstmal nur zeigen will, also gar nicht jetzt aufmachen will. Ich habe die Möglichkeit, alles zu exportieren. Also ich kann ganze Bausteine exportieren, ich kann Anforderungen exportieren oder Maßnahmen. Also ich kann das hier wirklich sehr, sehr granular etwas exportieren und dann Dienstleistern und anderen zur Verfügung stellen in Excel und dann wieder hochladen. Dann haben wir das Thema Referenzierungsfunktion, hatte ich ja kurz erwähnt gehabt. Und ich habe die Möglichkeit, Teilverbundsberichte zu machen. Wenn mich nur der Client mit allen seinen verknüpften Objekten interessiert, dann kann ich hier auch Teilverbundsberichte generieren. Dann gehe ich hier auf Berichte und sage, ich möchte alle direkt verknüpften Objekte damit haben und so weiter. Dann kann ich aus dem Client heraus alles, was dort verknüpft ist, entsprechend mir anzeigen lassen. Genau, also neben dem klassischen Bericht, der jetzt über den gesamten Informationsvorbund geht. Genau, das ist das. Dann habe ich auch noch dieses Thema Vier-Augen-Prinzip. Also ich will jetzt auch nicht zu näher reingehen. Ich will jetzt mal ganz kurz noch die Risikoanalyse zeigen. Ich überspringe mal die Sicherheitsanalyse. Das ist noch in Anführungsstrichen ein Relikt aus dem BSI 100, wo Sie nochmal festhalten, dass Sie eine Schutzbedarfsanalyse machen, Risikoanalyse, Entschuldigung, Risikoanalyse machen. Wir gehen aber jetzt direkt in die Risikoanalyse und sehen hier dann automatisch die ganzen Gefährdungen, die mit den Bausteinen gekommen sind. Und kann dann hier entsprechend, nehmen wir jetzt gleich mal den ersten, kann vorher die Risiko, einen Blick, also ganz kurz nochmal, wenn Sie das Thema Risikomatrix doch abweichend machen wollen, wenn Sie sagen, ich habe eine andere Risikomatrix, dann können Sie hier entscheiden zwischen 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 Matrizen und dann entsprechend auch qualitative oder quantitative Bewertung. Ich möchte mal einen Augenblick. Kurz. So. Dann haben wir das. Und bei der Risikobewertung können Sie, nehmen jetzt mal die erste Bewertung, auch hier haben wir den Text natürlich wieder vom BSI. Ist hier mit angegeben. Hier haben wir schon Informationen zu entsprechenden Schwachstellen. Sie können aber nichtsdestotrotz, nachdem Sie jetzt hier definiert haben, ob Sie einen ausreichenden Schutz haben, weil vielleicht alle Anforderungen schon erfüllt worden sind. Die Anforderungen sehen Sie hier. Also Sie können immer gucken, wo steht denn mit meinen Anforderungen? Es gibt jetzt zu der Gefährdung tatsächlich nur eine Anforderung. Sieht eigentlich gut aus. Wenn der Schutzbedarf niedrig ist, könnten Sie theoretisch sagen, ich habe einen ausreichenden Schutz mit der umgesetzten Anforderung. Scheinbar ist der Schutzbedarf hier sehr hoch. Da sehen wir das auch. Der Schutzbedarf ist sehr hoch. Also insofern würde man jetzt entsprechend auch nochmal gucken, wie die entsprechenden Schwachstellen sind. Wenn Sie die nochmal definieren wollen, können Sie auch Katalogen nehmen. Ja, wenn Sie das Schwachstellenkatalog gepflegt haben oder eben selbst noch immer hinzufügen. Dasselbe gilt für Schadensszenarien, um halt schon einen gewissen Schadenshöhe oder Auswirkungen entsprechend zu ermitteln. Und das Ganze oder finanzielle Auswirkungen an der Stelle. Und dann können Sie halt mit den Informationen dann eben besser bewerten, wie hoch das Risiko ist. Dann können Sie halt eben ein Rohrisiko angeben, so ein theoretisches Bruttorisiko oder ein tatsächliches Risiko. Also wo stehen Sie aktuell? Und können dann sagen, ich nehme das aus den Schadensszenarien oder ich kann es hier auch direkt selber setzen. Und dann kann ich hier entsprechend dann noch ein Zielrisiko
Risiko definieren, also um eine Akzeptanzlinie möchte ich landen mit dem Zielrisiko und können dann gucken, wie Sie von dem tatsächlichen zum Zielrisiko Risiko kommen, indem Sie hier Risikobehandlungsoptionen machen. Genau, dann gibt es halt weitere noch zusätzliche Informationen, Dokumente etc. Also ich würde jetzt auch nicht zu sehr reingehen, sodass Sie, weil ich, das ISMS-Modul habe ich jetzt ein bisschen näher erläutert, weil ich glaube, das ist so, dass das zentrale Modul und jetzt würde ich im Überblick nochmal BCM und Datenschutz zeigen, damit wir auch noch genug Zeit haben für Fragen. Genau, beim BCM ist das so, dass wir hier an der Stelle das Notfallmanagement in der Kombination mit der CMDB machen. Das heißt, wir haben zunächst auch hier natürlich wieder ein Dashboard, aber wir haben zunächst hier, fassen wir die Geschäftsprozesse auf, die entsprechend kritisch sind. Die kommen aus der CMDB und können dann entsprechend, nehmen wir mal den Einkaufsprozess, hier erstmal allgemeine Informationen, Verantwortlichkeiten, Schutzbedarfe, die aber direkt aus der ISMS, die haben zum Beispiel eine Verknüpfung zum ISMS, Kritikalitätsinformationen, was ist die maximal tolerierbare Ausfallzeit, also wann soll der normale Betrieb hergestellt werden, der Notbetrieb, also die maximale Wiederanlaufzeit nach 12 Stunden und die tolerierbare Datenverlustzeit ist 2 Tage. Und hier sehen wir mittelbar auch die ganze Verknüpfung, welche Ressourcen ich für diesen Geschäftsprozess brauche. Diese Informationen kommen aus der CMDB, also das heißt, an der Stelle brauche ich tatsächlich die CMDB im Gegensatz zum ISMS und kann dann mit dieser Information in die Business Impact Analyse gehen. Und hier habe ich dann die Informationen, also hier nach wie vor auch hier die Ressourcen angezeigt, die ich brauche. Und hier sehe ich dann, ob ich abweichend bin zu den Sollwerten mit den Normalzeit, also wieder ja, Notbetrieb nach 12 Stunden. Ich sehe, dass ich hier nach 14 Stunden schon den Normalbetrieb herstellen kann und nach 7 Stunden den Notbetrieb. Sehe, welche Assets ich brauche für den Notbetrieb. Also das sind diese Assets, die ich hier sehe. Die kann ich dann hier nochmal filtern. Das sind die, die ich für den Notbetrieb brauche. Und das ist in Time, insofern alles gut. Ansonsten würde das hier nämlich rot aufblinken. Habe hier nochmal ein Diagramm dazu. Ich das brauche nochmal fürs Management oder fürs Reporting und kann dann noch weitere Informationen im Kontext der Business Impact Analyse hier angeben, Schadensszenarien. Dann habe ich hier das Notfallteam, also wen brauche ich entsprechend. Hier sind es aktuell nur der Notfallbeauftragte und Notfallkoordinator. Ich kann auch mal sehen, wo die Frau Hansa sonst noch entsprechend eingesetzt wird, neben dem Einkauf auch in anderen Geschäftsprozessen. Und dann haben wir hier noch zusätzliche Ressourcen. Das sind die Ressourcen, die ich jetzt nicht in der Asset-Verwaltung gepflegt habe, aus welchem Grund auch immer. Wenn ich die Assets vielleicht noch nicht habe, weil ich noch einen Laptop noch nachträglich oder wann auch immer dann ad hoc bestellen muss. Solche Informationen. Und wir haben hier die Wiederherstellungspläne, die ich hier hochladen kann und entsprechend auch hier zur Verfügung stellen kann. Und das Ganze hier kann ich hier herunterladen. Und dann haben wir hier noch Genehmigungsprozess. Wer hat die Business Impact Analyse geprüft und wer hat sie dann freigegeben? Diese ganzen Informationen, die kann ich dann als Offline-Paket bereitstellen. Das heißt, dann kriegen Sie einen ZIP-File, das entsprechend mit allen Informationen, auch mit den Dokumenten, die angehangen sind, zur Verfügung gestellt wird. Und dieses ZIP-File kann ich dann natürlich überall öffnen. Das ist dann ein PDF-Dokument mit den entsprechenden Dokumenten, sodass Sie das dann in einem Notfall-PC dann jederzeit öffnen können und alle Informationen, die wir hier sehen, dann noch aufrufen können. Dann gibt es einen Bereich Risikoanalyse und wir haben noch den Bereich Vorkehrungen für Übungen und Schulungen, die entsprechend zugewiesen werden können. Na, hier können wir Übungen planen mit entsprechenden Terminen. Dasselbe können wir auch für Schulungen machen. Auch hier haben wir das entsprechend mit den Schulungen. Genau, also das erstmal zum, und dann gibt es hier noch ein Monitoring, wo Sie dann nochmal alle Informationen auf einen Blick nochmal sehen. Und das zum Thema BCM. Und nochmal ein Blick ins Datenschutzmanagement, ähnlich aufgebaut wie beim BCM. Hier mache ich das ein bisschen kürzer. Jetzt haben wir aber auch schon das BCM gesehen. Auch hier haben wir Geschäftsprozesse, die entsprechend, nehmen wir mal den Kundenservice. Und im Kundenservice haben wir einmal den Geschäftsprozess und wir haben Datenverarbeitungsprozesse. Das heißt, wo werden personenbezogene Daten verarbeitet im Bereich Kundenservice? Das ist einmal die Kundenbetreuung
Und also das heißt, hier in diesem Prozess bauen wir erstmal alle Prozesse auf, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und das Wie kommt hier in den Verzeichnissen. Das heißt, zur Kundenbetreuung definiere ich, wie ich diese verarbeite. Im Rahmen der Verarbeitungstätigkeit beispielsweise gibt es eine Kundenhotline, die man selber pflegt, und Kontaktformular auf der Webseite etc. Und man hat auch eine Auftragsdatenverarbeitung. Und dann gibt es halt hier die einzelnen Details zu der Kundenhotline. Wieso mache ich das Ganze? Rechtliche Voraussetzungen geprüft werden, Daten, Personenobjekte. Das heißt, hier werden mit der CMDB verknüpft, in welchen Anwendungen ich das Ganze mache und welche Personenkategorien entsprechend verwendet werden. Hier sind zum Beispiel Kundenanfragen. Also es wird dann richtig runterkaskadiert. Hier kann ich dann nachher die Anwendung zum Beispiel aus der CMDB mir holen oder IT-Systeme, wo es gepflegt wird. Also es geht dann noch mal ein bisschen tiefer. Und dann gibt es natürlich das Thema Datenschutzfolgenabschätzung, technisch-organisatorische Maßnahmen, Freigabeprozesse und Dokumente natürlich. Und all diese Informationen, auch für die Auftragsdatenverarbeitung, wie wir hier sehen, die kann ich dann als Berichte hier generieren und sage zum Beispiel für die Kundenhotline hier zum Beispiel die mir rausnehmen und sage, ich möchte die Folgenabschätzung, aber auch die TOMS mir angezeigt bekommen, kriege ich hier einen Bericht, also ein Verzeichnis sozusagen, über die Kundenhotline raus, und dann sehe ich dann hier im Prinzip alle Informationen nochmal schön nach Artikel 30 Satz 1 dann die ganze Information zusammen. Und genau, hier haben wir die Daten und Personenkategorien, die betroffen sind. Hier haben wir nochmal spezifische TOMS, weil die sind nochmal abweichend, weil wir einen eigenen Callcenter pflegen, mit den ganzen entsprechenden Informationen zur Vertraulichkeit, Integrität. Und wir haben hier nochmal die Datenschutzfolgeabschätzung. Wenn es Fragen aus dem Auditorium gibt. Ja, sehr gerne. Ich habe den Chat so ein bisschen im Blick gehabt. Ich glaube, da sind jetzt keine Fragen aufgelaufen, so wie ich das sehe. Können Sie gerne nochmal dort einstellen jetzt, wenn noch entsprechend was ist. Genau. Sie hatten von der Möglichkeit eines Demo-Zugangs gesprochen, Herr Woldeab. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir dort entsprechend, wer da Interesse hat, vielleicht kurz im Chat das kundtut, dass wir uns im Nachgang direkt um so einen Zugang kümmern könnten. Ja, ansonsten bekommen Sie ja auch eine entsprechende Mail nochmal von Kollegen Ublitz. Da können Sie auch gerne dann drauf antworten, wenn Sie da Interesse haben. Genau. Ja. Jetzt habe ich das jetzt richtig verstanden. Sie waren jetzt durch mit Ihrem Vortrag, ja? Ich war durch. Ich habe, wie gesagt, im Datenschutz nochmal den Bericht kurz gezeigt. Ich weiß nicht, ob Sie das noch mitbekommen haben. Das ist genau. Ich wollte nur fragen, bevor ich weiter. Genau, ansonsten, ich könnte natürlich ewig weiterreden. Ich habe jetzt leider eher so ein Kompakt nochmal, also BCM und Datenschutz gut. Kompakt und ansonsten gerne, wie gesagt, im Detail fragen oder im Nachgang sonst. Ne? Genau, das bieten wir an. Herr Nolte wollte es jetzt auch gerade sagen, wenn Sie da grundsätzlich Interesse haben, aber mehr Informationen zum Beispiel brauchen oder nicht brauchen, sondern gerne hätten, kontaktieren Sie, wenn zum Beispiel Herr Nolte Ihr Ansprechpartner ist, gerne den Alex, und dann können wir sicherlich nochmal mit der Fuentes AG oder mit Herrn Woldeab einen Termin ausmachen, wo das dann nochmal in Deep Dive gehen kann. Ansonsten, Alex, vielleicht wolltest du, ich habe dich gerade, glaube ich, unterbrochen. Alles gut, nö, passt eigentlich, das wollte ich tatsächlich so kundtun. Im Nachgang gern auf uns zukommen, wenn da noch Fragen offen sind. Genau, vielen Dank, Herr Woldeab. Super getimt bei der Fülle an Modulen, Respekt dafür. Schön, dass wir das so durchbekommen haben in der Kürze der Zeit. Danke. Sie halt morgen, wie gesagt, also spätestens morgen von mir die E-Mail mit der Aufzeichnung, da können Sie sich nochmal in Ruhe anschauen oder natürlich auch Kollegen und Kolleginnen einmal weiterleiten, die vielleicht heute keine Zeit hatten oder grundsätzlich auch Interesse an dem Thema haben dürften. Das können Sie gerne machen, der Link ist für alle zugänglich. Und ansonsten kann ich Ihnen oder würde ich mich freuen, wenn ich Sie in einem unserer weiteren Webinare begrüßen könnte und dürfte. Oder wenn Sie heute Nachmittag noch spontan Zeit haben und in der Nähe von Paderborn sind, können Sie auch gerne zu einem Barbecue-Event bei uns vorbeischauen. Wir haben noch ein paar
Getränke und auch Essen übrig für Sie. Da halt, ist es auch kostenlos. Also wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, im Technologiepark 8 in Paderborn vorbeizuschauen. Ja, da geht es um die Thematik HPE, also Storage und Disaster Recovery, Business Continuity Management auch. Das heißt, so ein bisschen BCM haben wir da auch dabei. Ja, vielleicht ist das ja was für Sie, kurzfristig da vorbeizuschauen. Ansonsten haben wir nämlich nächste Woche auch Disaster Recovery Pläne und Business Continuity Management als Webinar in der kurzen Woche, und zwar nach dem Brückentag natürlich. Da würde ich mich freuen, wenn Sie sich da anmelden. Da haben wir auch schon zahlreiche, aber online ist das ja quasi Open End. Da können Sie sich gerne zu anmelden und schauen Sie einfach durch. Im Oktober weitere Webinare noch da. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei. Oder Sie treffen uns auf der ITSA. Herr Nolte ist zum Beispiel auch dort vor Ort. Ja. Da können Sie natürlich auch nochmal alle Themen besprechen, die gerade aktuell bei Ihnen auf die Tube drücken und oder auf den Fuß drücken oder unter den Nägeln brennen. Genau. Schauen Sie mal, was für Sie dabei ist. Dann bedanke ich mich erstmal sehr herzlich für Ihre Teilnahme und für Ihr Interesse. Herr Wollep, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön. Sie machen das ja nicht so oft, diese Live-Demos für eine größere Audienz, sage ich mal so. Insofern schön, dass das funktioniert hat. Das war von uns auch ein Testballon. Genau. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dann wünsche ich... Ja. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Und genau wie Sie auch schon sagt, wir sind auch nochmal auf der ITSA. Also ich bin 2 Tage dort, wenn das Interesse besteht. Wir sehen uns ja auch hoffentlich dann dort und dann nochmal face-to-face. Gut. Mit Blick auf die Uhr, Sie haben wahrscheinlich um Punkt 11 Uhr alle Folge-Webinare in Teams oder wo auch immer. Wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Restwoche, ein schönes langes Wochenende, denen, die sich gönnen oder gönnen können. Und bis bald. Auf Wiedersehen. Ja. Schönen Tag noch. Bis bald. Oh.